Jing jing go swell on me, Bobby. No mouse of poe, and she soon alone, Mu Ye Swa, you're wing me. Now you ring now, Levo, and she a song that watches tea. Maybe men. Am 9. Jänner 2015 ist es also soweit. Wir starten unsere fünfte Reise nach Myanmar. Da vor allem Doris schon vorab seit Tagen sehr fleißig war, das Haus geputzt, Wäsche gerichtet und Koffer gepackt hat, gestaltet sich die Abreise recht stressfrei. Unsere Katzen Chocolate und Engelchen machen Urlaub im Waldviertel bei Doris Eltern. Nala wird von Christa und Herbert versorgt, unseren lieben Nachbarn. Die beiden passen auch auf unser Haus auf. Vielen Dank dafür. Wir müssen heute zwar noch bis 15 Uhr arbeiten, aber um 20 Uhr holen uns Herbert und Christa ab und bringen uns sicher zum Flughafen Schwechat. Wir haben bereits online eingecheckt und die Boardingpässe ausgedruckt, zur Sicherheit auch am Handy und am Tablet gespeichert. Eigentlich wollten wir unser Gepäck diesmal am Selbstbedienungsautomaten selbst einchecken, aber es waren so wenige Fluggäste am Schalter, dass wir doch die Auer-Mitarbeiter bemühten, die dann auch 2 Kilogramm Übergewicht wortlos tolerierten. Pünktlich um 23.30 Uhr hebt unsere Maschine dann ab. Das Essen an Bord ist toll und es ist unglaublich still und ruhig in der Maschine, sodass wir während der knapp 10 Stunden Flug gut schlafen können. Auch die Sitze sind okay, aber leider haben wir nicht die gewünschte Zweierreihe bekommen, sondern saßen in einer Dreierreihe. Angeblich wurde die Maschine im Juli umgebaut. Nach 1,5 Stunden Aufenthalt in Bangkok fliegen wir dann noch eine Stunde nach Yangon. Die Einreiseprozedur bringen wir aufgrund des neuen elektronischen Visas recht schnell hinter uns. Am Flughafen wechseln wir noch schnell Euros in Tschad und dann fahren wir mit Nui und unserem Fahrer Longio zu unserem Hotel, dem Sule Shangri-La Hotel, das ehemalige Traders. Wir freuen uns, dass wir wieder unser Lieblingszimmer 1609 bekommen haben, mit einem tollen Blick auf die Schwedagon-Pagode. Das Zimmer 1609 kennen wir ja bereits zu Genüge. Es ist gut ausgestattet und wir wissen, dass es hier sehr ruhig ist. So können wir uns also auf eine angenehme Nachtruhe freuen.